Benno Ilme und Cedric Meissner. Bad Homburg, Oberammergau zu Gast in Hildburghausen. Und sie haben den ersten Satzball gegen Andy Pereira, Kuba. Zweifacher Olympiateilnehmer. Und der aktuelle frisch gebackene russische Vizemeister, Piotr Fedotow. Es war dann doch noch kein Satzball, aber jetzt. Und den werden sie einigermaßen bravourös ab in einer tollen Rallye. Am Nebentisch allerdings geht der erste Satz 11:9 an die Gäste. Helmut Hambl, wenn der Name nichts sagt, der sollte sich mal informieren. Vielleicht der legendärste Coach in den letzten 20 Jahren. In Deutschland. Gilt als Entdecker und Förderer und Fahnengewinnerin als Team Modell. Aber die Liste derer, die er sonst noch nach oben gecoacht hat, trainiert hat, ist endlos. Sowohl als Verbandstrainer als auch als Angestellter des Deutschen Tischtennisbundes aktiv. Ja. Also, kleiner Fehlstart für die Hildburghausener heute. Die Sätze gehen zunächst einmal an den Ex-Bundesligisten.